So. Dann sind wir hier mit dem Flöz auch gleich fertig. Geht ja alles schnell genug. Ich muss nur genug Blödsinn labern, um es zu überbrücken. Dann kommen wir schon irgendwie klar. So. Das zu dem Thema. Da hinten geht's weiter. Ich würde aber sagen, die Kohle hier, die vergeude ich jetzt nicht. Sondern springe ich einfach mal ganz todesmutig der Kohle hinterher ins Wasser. Ich wollte doch gerade sagen, mir war doch so, als hätte ich hier gerade ein Skelett gehört irgendwo. Ich habe den Spielsong gerade... Sekunde mal, ich drehe erstmal gerade ein bisschen lauter. Hat auf euch jetzt keinen weiteren Einfluss, aber ich höre jetzt ein bisschen besser, was um mich herum passiert. Und außerdem auch die Musik etwas lauter. Keine Ahnung, ob und inwiefern das gut ist, dass ich die Musik lauter höre. Also höre ich auf jeden Fall ein bisschen mehr vom Spiel. So, und jetzt graben wir uns darüber. Wo wir eben gesehen haben, wo es noch mehr zu entdecken gibt. Und ja, ja, ich weiß, Licht. So. Das hier müsste ja in etwa die Grundrichtung sein, ne? Oh. Moin. Entschuldigung, störe ich? Oh. Ah, der war noch verschreckter als ich anscheinend. Na gut, will ich mich ja gar nicht beschweren. So, ich setze hier mal gerade noch eine Fackel hin. Und bevor mir die Dinger gleich ausgehen, baue ich jetzt erstmal gerade noch ein paar nach. So. Einfach mal vorsorglich. Apropos vorsorglich, ich sollte mich auch mal langsam um die Spitzhacke kümmern, ne? Bisschen Eisen haben wir ja. Können wir im Zweifel ja sogar hier vor Ort verhütten. Ich nehme die Fackel jetzt nochmal gerade weg. So, und jetzt haben wir hier einen Aufstieg. Das heißt, ab jetzt wird die ganze Geschichte interessant. Tja. Hätte nicht gedacht, dass ich ein Schild zur Hand habe, hä? Haha. Warum schießt du dich selbst? Warum schießt du dich selbst? Hey, mit dem funktioniert's. Na, na? Komm, komm, schaffst du nochmal. Ach, schade. So, das zu dem Thema. Jetzt noch gerade ein bisschen ausleuchten. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Ecke hier. Nicht, dass hier in dieser hahlen Gosse, in diesem dunklen Gang noch irgendwas spawnt, was uns dann in den Rücken fallen will. So, und jetzt kicken wir einfach mal, wie es hier nicht weitergeht. Oder? Oder? Nö, hier geht es einfach mal überhaupt nicht weiter. Gut, okay. Aber irgendwo muss hier noch was sein. Ich habe es ja eben hier böhn gehört. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Na komm, sag Piep, in welche Richtung muss ich graben? Jetzt sind die still, nur um mich zu ärgern. Mache ich jede Wette. Tja. Da war ein Skelett. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher, aus welcher Richtung. Da. Irgendwas in der Grundrichtung. Müssen wir erstmal gerade durch eine Diorit-Schicht durch. Und ja, ich weiß es, ausleuchten nicht vergessen. Rechts von mir, links von mir, überall. Die sind entweder über oder unter uns. Wie niedrig sind wir hier eigentlich schon? Ist es eventuell Nacht draußen und ich höre einfach die Viecher von draußen? Das Ding ist aber schon sehr nah. Ich probiere es mal gerade nach... Oh! Oh! Okay. Okay, gut. Ich würde sagen, das war dann wohl ein Treffer. Dann grabe ich mich mal von hier aus ein bisschen nach... Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich definitiv nicht. Außer natürlich mein Schild rettet mich, hinter dem ich mich jetzt ganz feige verstecke. Oh Gott.
Hat er den gerade für mich weggeschossen? Das wäre natürlich sehr freundlich. Wie habe ich denn das überlebt? Ich hätte das nicht überleben dürfen, jetzt mal ganz ehrlich. So. Nennt das feige, ich nenne das mein Basislager. Ich war gerade sowas von sicher, dass ich... Warum bin ich denn da runtergefallen? Ich hatte doch Shift gedrückt. Das hätte ich jetzt nicht erleben müssen. Oh Mann. Komm, noch ein bisschen beiheilen, noch ein bisschen beiheilen. Danach habe ich noch ganze 3 Äpfel und dann sollte ich vielleicht zusehen, dass ich wieder rauskomme. Wie auch immer ich den Rückweg finden soll. So, dann schauen wir mal. Da gucke ich auf einen der Kollegen und hier gucke ich auch auf einen der Kollegen. So. Ja, komm her an mein Fensterlein und dann kommen wir uns um eure Belange. Eine ganze Menge Kohle hier. Die werde ich jetzt aber nicht hier rausschürfen. Jetzt gerade habe ich doch nochmal andere Sorgen. Den Schild lege ich definitiv nicht mehr aus der Hand. Das ist meine Lebensversicherung. Und ich glaube, die beste, die ich in Minecraft je hatte. So. Lass mal hier so ein bisschen großflächig ausleuchten, soweit das möglich ist. Noch ein Creeper. Hier muss ein Nest sein. Na komm jetzt, geh hoch. Okay, da gucke ich auf ein bisschen Eisen. Hier höre ich Lava brodeln. Daher kommt wahrscheinlich auch das Licht. Jawohl. Ja, da habe ich ja meine Höhle zum Erkunden. Ich darf mich jetzt eigentlich nicht beschweren, oder? Wow. Ach gut, schön, dass wir es geklärt haben. Da hängt Eisen in der Wand. Naja, und von da bin ich hier reingefallen. Das heißt, da muss ich mir jetzt den Rückweg irgendwie erschaffen. Ich würde sagen, ich setze jetzt erstmal ein paar Cobbles hin, auch um die Stelle zu markieren. Und mache mir dann hier jetzt so eine Cobbeltreppe eventuell. Ergibt doch Sinn, ne? Ja, damit können wir doch arbeiten. Hier baue ich dann zu. Sicherheitshalber. Und dann ist das hier jetzt unser Ein- und Ausgang in diesen Höhlenabschnitt hier. Ich habe hier so viel Viehzeug. Eigentlich sollte ich mich ja freuen, das ist doch genau das, wonach ich gesucht habe. Eine große Höhle mit Ressourcen und ein paar Viechern und so. Ich leg den Schild nie wieder aus der Hand. Ich habe den bisher noch kaum benutzt. Ich hatte ja früher schon mal einen. Aber selbst da habe ich ihn kaum benutzt, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, ist okay, bedrohliches Geräusch. Ich habe mitbekommen, dass hier bedrohlich ist und so. So, hier in dem Gang sind wir am Ende. Da ist Lapis in der Ecke. Wunderbar. Aber jetzt mal ohne Witz, war das legal, dass ich das eben noch überlebt habe? Es kommt mir so vor, als hätte ich sterben müssen. So, ich glaube, jetzt habe ich den Bereich hier erstmal einigermaßen ausgeleuchtet. Dann würde ich sagen, Lapis nehme ich mal mit. Auch wenn ich noch nicht wirklich sicher bin, wozu. Das Eisen hier, das bräuchte ich eigentlich auch noch. Nee, wir sind was anders. Anders. Ich habe ja noch das Viech hier dabei. Können wir hier jetzt mal eben einen Ofen basteln. So. Da kommt jetzt ein bisschen Kohle rein. Und so. 8 Stück können wir damit schon mal durchbrennen. In der Zwischenzeit sammle ich hier mal eben unser blaues Erz aus dem Boden. Das war schon wieder. Anscheinend war es das schon wieder. Okay, gut. Von mir aus. Wie laut ist denn die Musik eigentlich gerade? Müsste gehen, ne? Weil mein Monitoring kriege ich auf einem anderen Weg aufs Ohr als die Musik, die hier gerade eingespielt wird. Das heißt, ich höre nur Musik im Verhältnis zum Spielsound, aber nicht im Verhältnis zu mir selber. Da bin ich immer so ein bisschen darauf angewiesen, was mir die Visualisierung anzeigt. So.
Habe ich keine Sticks mehr? Habe ich die alle verbraten? Das wäre natürlich ganz dezent schlecht geplant gewesen, sag ich mal. Na gut, dann warte ich jetzt noch gerade ganz kurz das hier ab und dann gehen wir zurück an die Oberfläche. Dann ist es jetzt halt so. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich hier reingeschmissen hatte. Vermutlich brennt jetzt noch das eine Erz durch und dann war es das. Ja, da ist der Ofen aus. Das Erz nehme ich mit, ich würde sagen, die Sachen, die lasse ich jetzt hier einfach mal in der Ecke sitzen. Stört ja nicht. Da ist noch ein bisschen Eisen, da ist noch ein bisschen Eisen. Ich würde ja gerne noch eine ganze Menge davon mitnehmen, aber die Spitzhacke gibt nicht mehr viel her. Wisst ihr was? Zwischenstopp. Wir wissen jetzt, wo es lang geht. Ich probiere mir den Weg zu merken. Da hängt noch was, ich weiß, ich weiß. So. Hier alles noch safe. Sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht, nur vielleicht, könnte ich mir vorstellen, irgendwie von hier aus einen Weg nach oben zu graben, dass wir einen direkten Zugang zu dieser Schlucht hier haben. Denn jetzt gerade muss ich mir nochmal überlegen, wie ich hier überhaupt hergekommen bin. Nämlich hier außen rum. Und dann hier hinten, nee, nicht hier hinten rum. Sondern, ja, wie eigentlich? Jetzt bin ich schon wieder hier, verdammt. Ah, so, so war das. Okay, 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 gut, 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 gut. Kurz mal nach unten gucken, ob das sicher ist. Sieht im Moment danach aus. Dann lass mich jetzt einfach mal ins Wasser fallen. So, und dann war das hier unser Rückweg. Ha! Jawohl. Mein Orientierungssinn lässt mich ja jetzt sonst schon mal gerne im Stich, aber den Weg kriege ich inzwischen ganz gut hin anscheinend. Das hier sieht mir gefährlich dunkel aus. So. Und passend zum Ende der spannenden Musik sind wir hier draußen. Ich höre eine Spinne. Die spinnt ja wohl. Scheint mir aber weiter keine Gefahr darzustellen. Da ist er. Da ist er. Da ist sie. Und ich wollte gerade schon wieder draufzoomen. Aber geht ja nicht. Verdammt. Ich hätte vielleicht vor der Aufnahme mal gucken sollen, ob Optifine schon verfügbar ist. Das wäre sinnvoll gewesen. Naja, was auch immer. Irgendwann werden wir dann mal noch in ein anderes Gebiet reisen. Um die wunderbaren neuen Features der Version 1.15 kennenzulernen. Aber für den Moment, denke ich mal, bin ich mit der 1.14 doch noch ganz gut ausgelastet. Die ganzen wunderbaren Ozeane und Monumente und Schiffswracks. Apropos Schiffswracks, ich habe vorhin schon mal erwähnt, habe ich es erwähnt? Ich glaube, ich habe es erwähnt, dass ich eure Kommentare gelesen habe. Und da hieß es unter anderem auch, dass in dem Schiffswrack wahrscheinlich noch mehr Schatztruhen waren als nur die eine. Also das müssen wir uns bei Gelegenheit auch nochmal angucken. Aber jetzt werde ich erstmal gerade ganz kurz, nicht das Lied, sondern die Playlist wechseln. Ich denke mal, das ist, da können wir uns wahrscheinlich drauf einigen, oder? Muss ich denn da hin? Da muss ich dafür hin. Und dann hätte ich ganz gerne, nehmen wir mal die Playlist hier. Die hätte ich Reise genannt. Bei dem Lied bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, warum. Ja, das ist doch nett. Das ist doch nett. Übrigens, die Musik, alles Kevin MacLeod oder MacLeod, habe ich auch schon gehört, dass Leute ihn so genannt haben, auch von der Schreibweise. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Kevin, der hat eine Homepage und da kann man ganz viel Musik runterladen, die abgespielt werden kann, wenn man den Namen nennt. Und deswegen steht er auch in der Videobeschreibung, nur falls jemand interessiert ist. So. Ich habe Eisen dabei, aber kein Holz. Das war mein Problem, ne? Dann kümmern wir uns darum jetzt mal gerade als erstes. So. Das gute Birkenholz kann ich jetzt gar nicht mehr zum Bauen verwenden, ich weiß. Eine Axt wollte ich haben vorhin. Und eine neue Spitzhacke werde ich definitiv gebrauchen können.
So. Ja, ist doch schon mal ein Anfang. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Davon brauche ich nicht so viel. Das kann alles weg. Das Zeug hier brauche ich nicht. Wie schaut das denn mit der Nahrung aus? Das hier ist doch schon wieder ein ganzes Brot. Klingt jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, nicht nach besonders viel, gebe ich ja zu. Das hier müsste, glaube ich, auch reif sein. Ja, war's. Sehr gut, sehr gut. Und die zusätzlichen Seeds, die ich jetzt übrig habe, die setze ich jetzt weiter hier an. Falls ihr euch wundert, warum ich das nicht hier oben mache, ich habe gerade drüber nachgedacht, optisch wird es mir besser gefallen, aber da müsste ich mich erstmal um eine Wasserquelle kümmern. Hier unten ist alles bewässert. Das ist im Moment erstmal noch praktischer. Ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Nahrungsmittel hätte, dann könnte ich direkt wieder in die Höhle zurück, ne? Könnte man das restliche Eisen da auch noch rausholen? Tja, Thema Nahrungsmittel. Wie viel String habe ich eigentlich? Das reicht doch für eine Angel, oder? 3 Stück. Wie baut man so eine Angel nochmal? Ich glaube, das müsste so gewesen sein. Dann war es so. Jawohl. Okay, cool. Einen Bogen hätte ich mir natürlich auch davon machen können, aber... Ich denke mal, von der Angel habe ich im Moment erstmal noch mehr. Achso, Lapis kann ich eigentlich auch noch hier. Nee, warte. Hier einlagern. Ja, hier. Ah, ein bisschen was hatte ich davon sogar schon. Und Knochen. Aus Knochen macht man Knochenmehl und mit Knochenmehl kann man Fenster einfärben. Und diese leicht weiß getönten Scheiben. Also nicht die weiß, sondern die grau. Müsste ich dafür noch Knochenmehl mit Tintensäcken mischen, um auf diese Grau zu kommen? Jedenfalls die hellgrauen Scheiben gefallen mir eigentlich besser als die anderen Varianten. Die klaren gehen natürlich auch, klar, gar keine Frage. Aber irgendwie denke ich doch, na, wahrscheinlich ist es am Ende des Tages egal. Aber ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Hier ist sogar noch ein Knochen. Noch ein Knochen, reimt sich sogar. Ich habe nicht genug Eisen dafür. Aber ich habe noch das hier, vergoldet ein Stück Kohle, ich weiß. Aber dann haben wir wenigstens die Rüstung komplett. Da mache ich mir daraus jetzt noch ein paar Boots. Und vielleicht noch einen neuen Schild. Einfach auf Reserve. Kann ich austauschen bei Gelegenheit. Aber erstmal gerade die Boots. Dip, 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 dip. So. Dann haben wir uns darum auch schon mal gekümmert. Das war Schluss. So. Und einmal anlegen. Und jetzt haben wir ja zumindest mal schon mal eine komplette Eisenrüstung. Das ist doch schon mal was. Ne, bei den Geräuschen des Portals möchte ich jetzt nicht unbedingt stehen. Gehen wir mal hier rüber. So. Und dann gucken wir mal. Ups. Gucken wir mal, was wir an die Angel kriegen. Einfach mal so ein paar Minütchen. Ich will jetzt ja auch nicht zu lange stehen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Aufnahme ist. Ich habe schon wieder den Ordner mit den Musiklisten offen gelassen. Nice. Und sogar ein Advancement gemacht. Schön, schön, schön. Ich habe wieder den Ordner mit den Musiklisten offen gelassen und der liegt über meinem OBS-Fenster. Na, ja, ja, jawohl. Das ist ziemlich cool gemacht, wie man sieht, wie diese Wellen sich dem Köder nähern. Das war früher auch mal anders. Schön, finde ich gut. Was wir bis jetzt gefangen haben, das kann ich dann gleich alles durch den Ofen jagen und dann können wir direkt wieder in die Tiefen zurück. Klingt doch nach einem Plan, oder? Ich würde sagen, das klingt nach einem Plan. So, komm, Fischi, 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 komm, Fischi, Fischi, da ist wieder einer, jawoll. Komm, Fischi, 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 komm. Nicht, dass wir am Ende noch irgendwie einen alten Schuh am Haken haben oder so. Das geht ja auch, ne, dass man irgendwelche Items angelt. Teilweise sogar verzauberte Bücher und so ein Krempel. New Recipes unlocked. Check your recipe book. Okay, das heißt, wir können jetzt nicht nur einen Fisch braten, sondern wir können jetzt auch einen anderen Fisch braten. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Kommt wenigstens ein bisschen Abwechslung auf den Teller, ne? Ja, die Fische, die hier tatsächlich im Wasser sind, die gehen aber nicht an die Köder, ne? Das sind nur diese Animationen, die
Die entstehen wahrscheinlich immer dann, wenn man einen Haken im Wasser hat. Also wird es gerade ganz schön duster. Komm, Fischili, 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 komm, Fischi, 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 komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, und dann können wir nämlich reingehen, bevor es ganz duster wird. Ich schmeiß mal gerade noch die... Sollte ich lieber direkt nacheinander machen. Oder... Oder, wie viel Eisen haben wir? Reicht das für zwei Trichter? Zwei würden schon reichen. Das reicht im Leben nicht. Ich habe noch einen Eisenbarren. Wo denke ich hin? Verdammt. Na, ist egal. Wisst ihr was? Dann angle ich jetzt einfach noch einen Moment weiter.